Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trielbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T und als Schnellsprecher, aber heute bin ich etwas ruhiger und rede ein bisschen langsamer. Und zwar zu folgendem. Gerade Anfang des Jahres sind viele Menschen dabei und haben sich vorgenommen, dieses Jahr, jetzt 2015, möchte ich so nicht mehr weitermachen. Das gefällt mir nicht mehr. Optisch nicht, meine Waage gefällt mir nicht, was da drauf steht, und ich fühle mich auch nicht besonders prickelnd. Also werde ich was dagegen tun. Und dann nehmen sich manche Menschen vor, ab sofort 4-mal in der Woche ins Sport, ab sofort Ernährung gnadenlos umgestellt, ab sofort ein Alkohol weg, ab sofort alle Süßigkeiten weg, ab sofort nur noch knallgesund essen. Und was passiert? Es war zu viel des Guten. Ihr habt euch zu viel vorgenommen. Ihr seid Menschen, die das nicht realisieren können. Warum? Weil es einfach unterschiedliche menschliche Strukturen gibt. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Ihr gehört genau zu den Menschen, die das nicht können. Warum legt ihr euch so eine Last auf den Rücken, wenn ihr sowieso schon wisst, dass er drunter zusammenbricht? Weil ihr habt das schon ein paar Mal gemacht. Ihr wisst ja sowieso, dass es nur noch bis maximal Ende Januar geht. Dann kackt er sowieso wieder ab. Warum macht ihr das überhaupt? Warum geht ihr nicht strategisch etwas geschickter vor und sagt, okay, ich nehme mir einen viel größeren Zeitraum, alles umzustellen. Ich fange jetzt erstmal mit Folgendem an. Das ist jetzt wichtig. Darauf kommt es an bei diesem Clip. Weil alles andere würde Stunden dauern, euch das alles zu erzählen. Das gibt es auch schon in anderer Form von mir in Clips. Genau dich spreche ich jetzt an. Du kannst es nicht. Das ist einfach viel zu viel für dich. Schau mir in die Augen, dann mach Folgendes. Geh doch erstmal her und leg all die Laster ab, was wirklich unsinnig sind. Zum Beispiel die gesamten gezuckerten Getränke. Lass die weg. Wenn du es nicht schaffst am Anfang und nicht darauf verzichten kannst, weil du eben so ein Typ bist, dann gehst du her, stellst du um von Blabla, weißt was ich meine, auf Apfelsaftschorle zum Beispiel oder eine Orangensaftschorle und fängst hier an, zum Beispiel mit einem Verhältnis von 30% Saft, 70% Wasser. Stellst langsam um und fährst von Woche zu Woche den Wasseranteil hoch und den Zuckeranteil runter. Warum? Weil die Geschmacksnerven sich dran gewöhnen. Dann kannst du das auch machen. Dann lässt du zusätzlich also die Schokolädchen, den Pudding und die ganzen Nachspeisen lässt du weg. Dann fängst du an, ne, musst du immer ganz weglassen, dann lass erstmal die Hälfte weg. Dann lässt du Chips weg, so die ganzen Schandtaten lässt du Step by Step weg. Fährst einfach Stück für Stück runter. Und du wirst sehen, dann fällt dir das Ganze viel einfacher. Warum? Ganz einfach. Es ist oftmals dahinter, dass dein Körper sich gerne dieses Zuckerige wieder hätte. Das verbietest du eben komplett. Und da geht es dir wie einem Drogenabhängigen. Ja, genau. Du bist auf Entzug. Und diesen Entzug stehst du maximal 2-3 Wochen durch. Und dann kackst du gnadenlos ab. Du kackst aber daran ab, weil du die falsche Strategie gewählt hast. Es gibt Menschen, die brauchen dieses Ausschleichen. Dann schleich doch bitte aus, leg deine Schandtaten langsam Step by Step ab und bewahr dir zum Schluss, jetzt kommt's, jawohl, Mr. T gibt dir den Tipp, bewahr dir zum Schluss einen kleinen Anteil. Indem du sagst, jawohl, ich übernehme Verantwortung für meine Süßigkeit, mach mir die kleinen Schächtelchen für die ganze Woche. Und diese ganze Woche wird mir dieser Anteil, kleiner Anteil im Verhältnis zu früher, vielleicht nur noch 10% der Süßigkeiten reichen. Du bist auf einmal bei einer Apfelsaftschorle angekommen, die noch 10% Saft hat. Dir schmeckt das auf einmal, klar, weil du deinem Körper die Chance gegeben hast, sich daran zu gewöhnen. So, das war mein Tipp genau für dich, speziell für dich, weil du zu den menschlichen Strukturen gehörst, die nur so arbeiten können. Und genau deswegen wünsche ich dir ganz viel Erfolg dieses Jahr. Bleib am Ball und achte darauf, dass du immer wieder Mr. T's Videos anguckst. Ich werde dich immer wieder wachrütteln. Du musst nur angucken, YouTube oder Facebook meiner Fanseite. Bin ich bei dir und helfe dir weiter. Das war's, Andreas Trielbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema, ich helfe dir.